mitten im Gewühl, mitten im Gewühl vom KV Fäscht. Das ist der Ausgangstipp bei der Da-Nos. Hallo und herzlich willkommen. 5000 Leute, das sind drei davon, da hat es noch mehrere. Und das ist der Ausgangstipp am KV Fäscht Zürich. Einmal im Jahr freuen wir uns auf das KV-Fest. Ich bin leider letztes Mal da gewesen, vor 4 Jahren. Und ich habe es ganz vergessen, weil wie fantastisch das hier ist, ganz vergessen. Und wie ist es Zeit zum Auflegen? Ja, genial, geil natürlich. So eine Atmosphäre hast du nie in der Schule raus. Oder finde ich geil? Das ist keine Schulparty mehr. Das ist eine richtige Giga. Ich habe einen Steifen gekriegt, ja. Ich geh voll ab und diese Dame. Arsch ab, zeig sie mal. Allgemein ist es einfach wirklich super, weil du kommst da hin, du wirst behandelt wie ein König. Sie haben mega Freude, die jungen Leute, sie sind euphorisch und sie wissen eben noch richtig, wie man Festen tut. Was wir zwei alten Säcke nicht mehr wissen. KV-Fest ist einfach immer geil. Es ist immer cool, es hat immer eine Mega-Crowd. Jeder, der nicht da ist, ist selber schuld. Rock'n'Roll, baby, mehr muss ich nicht sagen. Es ist ein Mega-Feeling, ich meine, ey, schau das mal ab. Geht Hammer ab, mega. Mit dem Ausgangstipp zu Recht vom 19. KV-Fest in Zürich. Ja, wenn ihr nicht wisst, wo man dann den nächsten Tag in Ausgang soll gehen, wir haben an dieser Stelle noch folgende Event-Tipps. Und zwar am Freitag, 22. Oktober, gibt es Bio-Party. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ja, Moment, meine Großmutter macht Party. Nein, logischerweise nicht. Bio-Party ist ab 17.06, nicht 18. 17. Es läuft nämlich Hip-Hop-Party-Tunes und Ritz-Pops Ganze in Basel. Eine lohnenswerte Sache. Tag drauf, nämlich am 23. Oktober, gibt es 5 Jahre Hit-Attraction. Das Erfolgslabel wird eine grosse Party. Sachen zum Gewinnen mit dabei. Mr. Pink, Christopher S., Steven Davis, ganz ab 16 extra in Zürich. Ja, ich wünsche euch zu Recht viel Spass im Ausgang. Nächste Woche sind wir auch schon zu Bern oder Starhouse. Bis dann, viel Spass noch in der Da-Nos. Gruß aus Zürich.